Wo ist Louis? Für Liane Monatsberger gibt es nur ein Ziel. Sie muss ihren Liebling wiederfinden. Der Pomeranian war ja ein und alles. Nächtliche Suchen allein im Wald helfen ihr, einigermaßen mit der Situation umzugehen. Ich liebe diesen Hund über alles. Das ist mein ein und alles. Aber ob ich das körperlich durchhalte, das weiß ich leider nicht. Weil es geht Tag und Nacht nur noch um Louis. Ich kann nicht mehr schlafen, ich kann nichts mehr essen. Mir geht es eigentlich ganz schlecht, aber ich bringe die Kraft her, immer wieder aufzustehen und weiterzumachen. Auch ihre Tage drehen sich nur um Louis. Mehr als 1000 Plakate hat sie in Ungelstetten bei Nürnberg und den Nachbarorten schon aufgehängt, seit der Hund am 21. August verschwunden ist. Hier in diesem Garten einer Freundin nimmt das Drama seinen Lauf. Ich war hier auf den Stuhl gesessen und die Bekannte war hier gesessen. Und Louis war hinter mir gelegen, hier in dem Gebüsch, weil er wollte in den Schatten liegen. Es war recht warm und ich wollte dann mit ihm spazieren gehen. Auf einmal war der Louis fort. Aber wo könnte Louis hingerannt sein? Eine fieberhafte Suche beginnt und die Spekulationen. Ist der Rüde einer läufigen Hündin aus der Nachbarschaft hinterhergelaufen? Oder hat ihn jemand auf dem angrenzenden Parkplatz in sein Auto gelockt? Die anschließenden Suchen verlaufen allesamt ergebnislos, trotz Einsatz einer Hundestaffel. Was verzweifelte Hundebesitzer alles tun, um ihren Liebling wiederzufinden, zeigt auch das Beispiel von Lisa Metzler und Sven Hossalla. Als ihr Flecki nach einem lauten Knall an der Autobahn ausbüxt, fahren die beiden nicht mehr nach Hause, sondern campieren auf dem Rastplatz. Anfangs noch im Auto, dann in einem Wohnwagen, der ihnen nach ihrem Facebook-Aufruf gespendet wird. Also die Hoffnung ist da, dass man auf jeden Fall, auch wenn man nicht direkt mit nach Hause nehmen können, aber dann bald wieder bei uns ist. 12 Tage leben und bangen die beiden am Rand der Autobahn. Und dann tatsächlich. Eine Frau entdeckt ihren Flecki, 20 Kilometer vom Rastplatz entfernt. Völlig verängstigt hinter dieser Regentonne. Wiedersehensfreude XXL. Und seit Flecki wieder da ist, weicht der Frauchen und Herrchen nicht mehr von der Seite, trotz langer Leine. Die 20-Meter-Leine, die hat er noch nie richtig ausgenutzt. Also er bleibt eigentlich immer wirklich bei uns an den Füßen. Auch Walter Pirch und Margret Palatz-Wiesinger haben die Verlustängste von Hundeliebhabern kennengelernt. Beim Einkauf in Berlin parken sie ihr Wohnmobil für gerade mal 20 Minuten. Ihre 3 Chihuahuas lassen sie im Auto. Dann der Schock. Das Wohnmobil ist weg, mitsamt den Hunden. Es ist halt so ein Verlust, obwohl es Tiere sind, aber es ist halt eine Familie. Walter und Margret bleiben in Berlin. 1400 Kilometer fahren sie auf der Suche quer durch die Stadt, setzen 3000 Euro Belohnung via Facebook aus und wenden sich an unsere Redaktion. Und tatsächlich, knapp 2 Wochen später werden die 3 Hunde in dieser Polizeidirektion von 2 Frauen abgegeben. Die bearbeitende Polizistin kombiniert die Dinge perfekt. Dadurch, dass ich bei Facebook bin, hatte ich mir gedacht, vielleicht sind das die 3 Hunde, die entwendet worden sind. Und ich bin auch auf das Frühstücksfernsehen von Sat.1 gestoßen. Da war ein Bericht von diesem Ehepaar, das halt ihre Hunde sehr vermisst. Und so konnten überglückliche Urlauber ihre Hunde wieder in die Arme schließen. Was aber sollten Halter als erstes tun, wenn der Hund plötzlich verschwindet? Nachfrage bei Tierdetektivin Evelyn Kosenbach. Wenn der Hund entlaufen ist, sollte man eigentlich an der Stelle bleiben, wo das passiert ist. Weil die meisten Hunde kommen eigentlich wieder dahin zurück, wo das war. Und ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, Aushänge auf jeden Fall machen und dann gleich das Tierheim kontaktieren. Liane Monatsberger hat nun 2000 Euro Belohnung ausgesetzt und sich schließlich auch an das Sat.1 Frühstücksfernsehen gewandt, in der Hoffnung auf eine Wende zum Guten. Ich weiß zwar nicht, wie es meinem Louis geht, und das ist auch meine größte Angst immer wieder in mir, dass mein Louis nicht gut gehen könnte, aber der Louis lebt. Ich weiß das und ich möchte auch gerne nach Hause. Bitte, bitte, bringst den bitte, bitte nach Hause, bitte.